Arm dem Modri den Knochenhaufen. Willkommen zurück zu Fallout London. Nachdem ich jetzt ein paar Stunden wieder im Ladeprozess gehangen habe, habe ich noch eine Schnellreise dran gehangen, um uns in die Nähe von unserer Hauptquest zu begeben. Und das ist Tatsache da, wo wir Ricky damals geholfen haben. Gibt uns jetzt natürlich noch ein bisschen die Gelegenheit, uns hier mal so umzuschauen. Oh, kann man hier rein? Nach Reinigung. Sowas wollte ich eigentlich auch aufmachen. Gibt es in unserer Stadt nicht. Kann man nirgendwo ordentlich seine Bettwäsche waschen gehen. Oh. Hat ihn da seine ganzen Tickets in der Hose gelassen. Ja, leider dürfen wir erstmal keinen Kram mehr einstecken. Oh, was ist hier passiert? Andere Tickets? Oh Gott, die Koffer, wir müssen jetzt nicht... Oh, dann gucken wir jetzt noch weiter. Dir traue ich nicht, Kollege. Mit dem Arm haust du mich nicht mehr. Mit dem anderen auch nicht. Wenn wir hier noch einen kleinen Schadensboost drin packen in die Knarre, dann geht die für so eine Begegnung echt gut. Und vielleicht noch einen Perk halt investieren. Schön viel Aluminium und Säure gibt's hier, ja. Powerbox. Okay. Entschuldigung. Ich mache hier mal aus Versehen irgendwann uff mit R beim Nachladen. Well done. Das ist eigentlich auch cool, so eine kleine Location, wo jetzt nur Schloss ist und so, ne, großartig. Aber wenn man dafür immer mit einer Ladezeit bezahlt. Dann mache ich halt Tea Time nebenher. Tea Time. Oh Gott, ey. Am Ende, wenn man bedenkt, wie lange man früher so in Wartezeiten gesessen hat, ne? Gott, da kannst du nebenbei frühstücken. Aber es. Man ist halt nun mal im Heute und das fällt einem das ungemein schwer. Da muss man sich gut überlegen, welches Gebäude man betritt. Na, nie was in so einem Mülleimer gefunden. Oh. Jaktar. Jaktar. Das sieht cool aus. Lass mal die Waffe erstmal stecken. Oh, das sind Gegner. Da oben drauf? Das ist ja irre. Ich will doch jetzt ja nicht. Mann. Okay, Sprint.
Ich glaube, den hätte ich mich jetzt nicht anlegen brauchen. Das wäre was Schönes gewesen aus einer Entfernung mit unserem Scharfschützenwehr. Wofür wir jetzt ja ein bisschen Munition gekauft haben. Aber ich wäre jetzt nicht davon ausgegangen, dass... Hat das einen Grund, warum das hier steht? Und das ist jetzt ein Tunnel, der unter dem Fluss durchführt. Porridge Oats. Oats. Oh, ups. Ich habe meine süße kleine Pistole. Red Eggs war ja keine Droge, richtig? Deshalb genießen wir das jetzt mal. Und der ist nicht alleine. Ich brauche irgendwas anderes. Mit Schwung. Ich komme nicht weg. Aber wenigstens tun die nicht so weh. Der hat sich gerade geheilt in der Strahlung. Echt düster hier unten, aber ist cool. Lasst mich mal noch irgendwo unser Submachine Gun hinpacken. Was habe ich denn auf 7 gelegt? Na, mein Gott, ey. Oh! Das ist das Ding. Okay. Ich stehe da gleich irgendwo hin auf. Oh nein, ich sehe doch gar nichts. Oh. Ich will nicht wissen, wie viel Strahlung man hier abkriegt. Wenn man das nicht eingeworfen hätte. Ja, es hat aufgehört zu wirken. Natürlich. Alter!
Das war schon mal unsere gesamte 900 mm Munition. Ist das jetzt die falsche Richtung? Wurde ich jetzt einfach nur zurückgetrieben? Oh ja, klasse. Ah. Aber er ist gut schnell unterwegs dafür, ihm das Wasser ihm bis zum Bauchnabel steht. Oh nein. Meier-Lurk-Eier. So, wir brauchen dringend ein Right Away. Schade. Boah, heftig. Mitten Lurks. Drei Stück. Ich hab ja ein Brecheisen. Ja! Ja! Die liegen da schon ewig drin. Knusprige Eichhörnchenhappen. Ja, hab sie geschafft. Ja! 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 Oh! Einfach nur immer rennen. Oh, hier gibt's gleich eine neue Ersatzmilch. Kann man sich etwa Tee craften? Ist ja cool. Und ein Teebeutel, ja irre. Dr. Leaf Tee. Mehr HP. Ist ja, komm, das ist schon wieder richtig genial. Das ist ja geil. Das haben sie schön gemacht. Das ist eine coole Idee. Was haben wir hier noch? Drogen? Ist schon an. Ein Heller könnte die ruhig sein. Ich will die Dinger ja irgendwann mal inne haben. Also ich muss jetzt nicht ständig irgendwie so eine komische Brause da trinken. Aber vielleicht gibt es ja wieder irgendjemanden, der da dringend braucht und dann haben wir die Münzen dafür oder so.
Ist schon cool, dass man deswegen es nicht Schnellreise freigeschaltet hat. So, wo dürfen wir jetzt hin? Das ist eigenartig, wenn so manche so beleuchtet ist. Oh, die brutalen Ladybugs. Oh, Alter! Ist das gemein! Das war richtig fies. Da latscht der olle Käfer in die Landmine. Und ich bin der Einzige, der Schaden genommen hat voll, oder wie? Richtig gemein. Da passt Bojo, der Mars-Monkey, rein? Naja, ist ein Stofftier, kann man ja quetschen. Ja. Nicht gut. Ich hab nicht so viel HP, Freunde. Oh. Ja, ist gut. Dann gibt's 6 HP. Der Fuß zuckt noch. Mongrel Dogmeat. Ah, ich will meine, war 4 war das Steak. Hier Stimpaks ich schon versemmelt habe. Ist schon das Unheimliche macht. Hier fällt mir. Aber manchmal hätte ich doch gerne so einen kleinen Hundebegleiter. Syndikatwelpe. Hallo? Sind Sie ghoulisch? Arbeiter-Overhaul. Brahmin. So eine Keule habe ich mir aufgeladen. Nicht schlecht. Was ist das hier? Bubblegum. Kann man euch da irgendwie rausholen? Dafür ist bestimmte Terminal hier. Powering up. Protectron on duty. Meep meep. Protect and survive. Na gut, haben wir wenigstens einen Beschützer im Restaurant. Ich weiß jetzt nicht, ob die Welpen mich angreifen. Wir haben ja nur schon so ein paar erschossen von denen. Aber die scheinen doch entspannt zu sein. Go for a drink. Mate, I've been tucking into the flask all day. I can barely see straight. Entschuldigung? Ah.
Naja. Passiert. Ich meine, wenn man sich Minen vor die Haustür packt, Freunde, dann müsst ihr euch ja nicht wundern. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Das ist mal schön brennend, sind die pflückt. Wilde Karottenblume. Ohne Spaß, wo ist sie denn jetzt bitte alleine hingerannt? Oh. Ja, auch mehr Glück als Verstand hier. Immer so ein Granatenbündel hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Ärgerlich. Oh ja, der innere Magen-Darm, Alter. Profis essen und einen Eimer zur Sicherheit bei ihr habt. Das sieht übel nach einer Falle aus. Wir sind gleich da. Steht hier einfach und macht Deals oder was? Oder ist sie undercover? If you hang around, wouldn't hurt none. We need the numbers. Oh, hello, stranger. How wonderful to meet you. Lovely day, isn't it? Ah, wir haben es also erkannt. I'm tip top, thanks for asking. What brings you here then? Well, you should go tell your old friend that I'm fine and I don't need some fresh-faced lab rat to babysit me. Now, if you'll please excuse me, I'm rather busy at the moment. Ich würde gern helfen. Help with what? I don't know what you mean, stranger. Wait for it. Wait for it. Finally, that bloody guard moved out of earshot. We can drop the charade. Do you have any idea the amount of danger you put us in just now? Never mind. There's no time. I'm actually glad you're here. I was just about to sneak into where they're holding Uma and try and break her out. But it's a suicide mission without a proper distraction. I don't know. The kind where all the guards are paying attention to you and not me and the prisoner sneaking out the back door. Use your imagination. Okay. Oh, fine. But we really have to make this quick. We're seriously running out. What do you want to know? Wer ist Uma? Only a few, but they're armed to the bleeding teeth. I think you can probably take them, but maybe find some cover first. Ja, ich sehe jetzt echt hier einen Krieg anfangen. Finally. So, what would you rather do? Sounds good. Be careful. See you at the safe house, lab rat. You see Mickey? Some people just need a slap. Me a monkey back from that Lewisham gig. Dobe Klopp. Es gibt nichts Bescheuerteres als dieses ständige in der Luft entzünden dieser Granaten. Willst du nicht sterben? Ja, komm. Also bescheuert er jetzt ja bald ja nicht. Da fängt ihr einfach. Warum? Also warum darf ich denn nicht mich erstmal umgucken und das eröffnen dann? Ja, wird der Öffner gesagt, oh, wir sind jetzt alle rot. Und dann geht die Post ab. Und der erste Move, den du wieder machst, endet wieder damit, dass du die Hälfte HP selbst abziehst. Nee, ja, nee.
My mother wanted me to be a farmer, but I get my hands dirty. Yeah, oh, hello, stranger. How wonderful to meet you. Lovely day, isn't it? Yes, in the tat. Tip top, thanks for... Absolutely. So what can I do for you? Help with what? Wait for it. Finally, that... Do you have any idea the amount... Never mind. I was just about... Okay. Fine, whatever. As soon as you hear my distraction. Oh, du Banners. Ja, guck dir, so Heike das vorstellt. Quasi, ja, ich will den Arm treffen. Muss er jetzt nicht abhauen. Ah, shit. Crowbar. Ja, lösen wir das doch einfach mal ja nicht aus. Ist auch in Ordnung. Ja. Wir können jetzt übrigens Expertenschlösser knacken. Wenn wir müssen. Uma, steh auf. Didn't your mom teach you better? Gibt's auch eine T-Station? Jeder hat jetzt eine T-Station. Das ist jetzt im Kommen hier. Ja, das ist ihr Ernst, ne? Ich wollte gerade mit ihr reden. Die machen mir alle fertig. Leute! Ich hoffe, das war jetzt keine Fehlentscheidung, dass Yvette das da überlebt hat. Nicht, dass es so ausgehen könnte, dass die da oben mit stirbt. Und dann heißt es, du sollst jetzt aber aufpassen. Aber auf mich passt auch immer keiner auf. Wenn wir Marienkäfer angreifen und Füchse. Die Schrecken des Ödlands. Ach, komm schon, ey. Gebäude betreten mit einer Tür und zwei Räumen, ey. Und... Oh. Alles okay bei euch? Come on, lads. We've got some lessons to teach. Some absolute joker is somebody's hanging around our yard. This is going to make my day. Er ist da oben. Hä? Okay. Wie wird es hier? Oh, oh, ihr werdet erst ruhig. You little bastard. Damn the bitch that birthed you. Don't make me hurt ya. Oh, oh, kacke. Aber sie kann nicht richtig sterben. Somebody's hanging around that. Oh, cool. Oh, ich lass mir ja noch ein paar Mal anschießen in der Zeit. I'll give that one back to you. Oh, das ist wie bei Stalker, du wirst aus der Deckung getrieben. Das ist eine Nähe. You're right, quick. Okay. Keep moving so I don't have to. Gott, wir haben es geschafft.
aber wirklich sehr glücklich, dass die nicht sterben können. Jetzt müssen wir auf jeden Fall immer... Achso, eine Angel. Fishing Route. Für die Überreste einsammeln. Oh, what a Brax. Hat sie oben aber ordentlich welche hingelegt. Und jetzt hier hin? Ah. Oh. Cool. Oh, unsere ersten Munitionsteile für Energiewaffen. Okay. Very nice. Very nice. So, was sagt Yvette? Wo ist sie hin? Ihr seid einfach nur Bürger. Ja, die könnt ihr nicht alle. Da ist Yvette noch. Need help. Ah, guck mal, jetzt kann ich hier endlich drüber sprechen. Can't say I've treated a survivor of a rail accident before. This'll be interesting. Ah, cool. Jetzt nehmen wir 10% weniger Schaden. You were suffering from some kind of psychological distress, probably brought on by the crash. That remedy should do the trick. Just remember those breathing exercises. Okay. Jetzt müssen wir bloß noch die Sache mit dem Labor loswerden. Ah, schön. Aus Versehen Fortschritt gemacht. Na gut, Leute, wir machen hier aber Feierabend. Verabschiede mich für heute von euch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Fallout London wieder. Habt einen schönen Abend. Haut rein. Hast du noch eine für mich?